Hallo zum Einführungsvideo über den Zug 6. F3 im klassischen Sizilianer. Nachdem wir uns jetzt hoffentlich erfolgreich durch die Hauptvariante mit 6. Läufer G5 gekämpft haben, ist es an der Zeit, uns mit den Alternativen zu beschäftigen. Und da wollte ich genauso vorgehen wie bisher, nämlich erstmal das anschauen, was für uns am wichtigsten und am kritischsten ist, also die Varianten, die wir auf jeden Fall vorbereiten sollten. Und in diese Kategorie fällt für mich der Zug 6. F3. Nach den Ausgangszügen, die wir schon kennen, E4, C5, Springer F3, D6, D4, C schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer F6, Springer C3, Springer C6. Hat Weiß, wie schon ganz am Anfang erwähnt, eine ziemlich breite Auswahl. Aber der Zug, der vermutlich neben Läufer G5 die meisten Chancen gibt, ist hier F3. In diesem Video will ich erstmal eine Übersicht geben über die Hauptideen für beide Seiten, typische Strukturen und vor allem, warum ich die Zugfolgen und Varianten gebe, die ich empfehle. Denn gerade über die Zugfolgen in den ersten Zügen habe ich ganz schön lange mir Gedanken gemacht. Und erstmal ist es ein bisschen schade, dass dieses System keinen Namen hat. Man könnte es zum englischen Angriff zählen, aber das wäre vielleicht ein bisschen irreführend. Der englische Angriff ist im Grunde eine Angriffsidee für Weiß im Sizilianer in verschiedenen Varianten, nämlich mit diesem Zug F3 und dann, wie hier schon die Pfeile zeigen, mit Läufer E3, damit E2 lange Rochade und dann einem Bauernsturm am Königsflügel. Aber so wie wir vorhaben, mit Schwarz zu spielen, wird es meistens gar nicht zu diesem typischen Angriffsplan mit G4, G5 kommen, denn in den Hauptvarianten wird Weiß immer schon im Zentrum beschäftigt oder am Damenflügel und das Spiel verlagert sich dann eher auf diese Seite. Aber ja, kommen wir zu den konkreten Zügen. Mein Vorschlag ist hier 6. E5 und um das zu verstehen, können wir uns kurz die Alternativen anschauen. Zum Beispiel, warum wir hier nicht mit E6 spielen wollen, was gegen Läufer G5 die Empfehlung war. Wenn wir hier ein paar natürliche Züge machen, also Läufer E3, Läufer E7, Dame E2, lange Rochade, erstmal die kurze Rochade, dann die lange, sind wir in einer Stellung, die sehr ähnlich zu dem aussieht, was wir schon im Kapitel mit Läufer G5 und dann später F3 angeschaut haben. Aber wenn wir uns erinnern, war da ein typisches Motiv für Weiß, den Läufer von G5 zurück nach E3 zu stellen, um dann diesen Plan mit G4, G5 vorzubereiten. Aber natürlich, hier steht der Läufer schon auf E3, also hat Weiß wichtige Zeit gewonnen. Vor allem in einer so scharfen Angriffsstellung ist das ein ziemlich wichtiger Faktor. Deswegen ist dieser Scheveninger Aufbau mit D6, E6 hier nicht die optimale Wahl. In manchen Varianten ist es schlau, in den Drachen überzugehen. Allerdings kommen wir hier nicht besonders weit, denn nach G6, Läufer E3, Läufer G7, Dame D2 sind wir mitten in den Hauptvarianten des Drachen. Und warum dann klassischen Sizilianer spielen? Und einen letzten Zug, den ich erwähnen würde, ist hier Dame B6, denn das sieht auf den ersten Blick ganz schlau aus. Man greift den Springer auf D4 an und wenn er zum Beispiel zurückzieht, dann hat man was erreicht, denn Weiß hat dieses Feld E3 geschwächt und kann den Läufer auf C1 jetzt nicht so gut entwickeln. Aber es gibt ein großes Problem. Weiß kann trotzdem Läufer E3 spielen. Und hier wäre die einzige sinnvolle Fortsetzung von Dame B6, den Bauern zu nehmen. Allerdings läuft das in eine bekannte Öffnungsfalle. Weiß spielt Springer CB5. Die Dame hat sich verirrt, Springer C7 droht. Und nach dem besten Versuch Dame B4 Schach, Läufer D2, Dame C5. Springer C7, Schach, König D8, hat Weiß den sehr schmerzhaften Zwischenzug Springer B3. Der eine Springer deckt sich mit Tempo, der andere nimmt den Turm auf A8 weg und Schwarz verliert. Ja, damit bleibt im Grunde nur noch als logischer Zug E5 übrig. Aber vermutlich für uns interessanter als die Nachteile der anderen Züge zu sehen, ist es die Vorzüge von E5 zu verstehen. Und das können wir ganz gut, wenn wir die Stellung mit dem Neidorf vergleichen. Denn dieselbe Stellung gibt es mit dem Bauern auf A6 statt dem auf
dem Springer auf C6, das kann ich kurz aufbauen. In dieser Stellung wäre A6 in Neidorf-Variante und hier ist F3 ein mindestens genauso gefährliches System. Und hier nach E5 Springer B3, was wie wir gleich sehen auch im klassischen Sizilianer die Hauptvariante ist, hat Schwarz schon sein A-Bauern gezogen, logischerweise. Das ist der Unterschied. Und das nimmt einem einen sehr wichtigen Plan weg, nämlich A5, A4 zu spielen. Das wäre jetzt mit einem glatten Minustempo. Während wir in unseren Varianten, also zurück zu dieser Stellung, nach Springer B3 immer wieder diese typische Idee haben mit A5, A4, wonach dieser Springer auf B3 nicht besonders viele gute Felder hat. Und zusätzlich, ich kann das kurz einzeichnen, haben wir auch die Idee A3, um Schwächen am Damenflügel zu provozieren. Manchmal, wenn der B-Bauer zieht, können wir sowas wie Dame A5 hinterher schicken und schon eine Menge Druck machen. Also das ist eine der Hauptideen. Aber bevor wir uns das anschauen, kann ich kurz die Alternativen für Weiß erwähnen, die allerdings nicht sehr gut sind. Der andere mögliche Zug wäre hier Springer DB5. Das führt aber zu einer sehr schlechten Version der Schwerschnikow-Variante. Wir spielen A6, der Springer muss an den Rand und B5. Und jetzt hat Weiß einfach die Züge Läufer G5 und F3 eingetauscht im Vergleich zum normalen Schwerschnikow, was ein ganz klarer Nachteil ist. Das ist nicht nur ein Entwicklungszug weniger, sondern auch eine Extraschwächung mit diesem Zug F3. Denn jetzt dieses Feld E3 wird Weiß später oft Probleme bereiten. Ich kann eine Beispielweise zeigen. Weiß sollte sich gegen die Gabel B4 wehren mit Springer D5. Schwarz nimmt, Springer E7. Und jetzt haben wir wieder eine relativ typische Struktur für den Schwestnikow, in der Weiß aber nie F3 spielen würde. Und wir haben jetzt den klaren Plan, zum Beispiel den Springer nach F5 zu stellen, dann Läufer E7, kurz Rochade und später den Läufer über G5 abzutauschen, wonach das Feld E3 umso schwächer wird. Hier hat Schwarz schon eine große Initiative. Ja, die zweite Alternative, die ich erwähnen würde, ist vermutlich noch schlechter, denn nach Springer F5 erreicht Schwarz so ziemlich den sizilianischen Traum oder vielleicht allgemein den Traum in jeder Öffnung, indem man hier nimmt auf F5. Und D5 spielt. Weiß hat nichts mehr übrig von seinem Bauernzentrum. Schwarz hat im Grunde ein perfektes Zentrum errichtet, kann sich jetzt natürlich entwickeln mit Läufer B4 und steht einfach klar besser. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Damit bleibt Springer B3 übrig als einzig sinnvoller Zug. Und hier sollten wir erstmal die Züge machen, die sowieso früher oder später aufs Brett kommen müssen. Deswegen empfehle ich Läufer E7. Diese A5-Idee wird kommen, aber wäre hier ein bisschen zu früh. Ich kann auch erwähnen, dass es hier einen in etwa gleichwertigen Zug mit Läufer E6 gibt, mit dem wir aber nicht viel gewinnen. Weiß wird sehr wahrscheinlich mit Läufer E3 fortsetzen. Und jetzt ist es das Beste, mit Läufer E7 zu den Varianten überzugehen, die ich gleich zeige. Aber man könnte sich fragen, was hier mit D5 ist. Das sieht sehr logisch aus, der Zug, den wir normalerweise durchsetzen wollen. Allerdings hier zeigt sich, dass nach der simpelsten Fortsetzung, wenn Weiß alles tauscht, man sich am Ende sehr schnell entwickeln kann. Lange Rochade und Läufer B5 ist jetzt unangenehm. Weiß greift durch Läufer schlägt C6, Läufer A7 einen Bauern an. Schwarz hat seine Entwicklung noch nicht beendet und dadurch gibt es hier eine Initiative für Weiß. Die Stellung ist nicht, also nicht so schlecht für Schwarz, sie ist spielbar. Also wer gerne früh ins Endspiel übergeht und eine relativ übersichtliche Stellung will, kann diese Variante spielen. Aber ich denke, unsere Hauptvarianten sind deutlich interessanter und machen mehr Spaß. Also will ich hier noch mit D5 warten. Und deswegen ist es, denke ich, am einfachsten in dieser Stellung nach Springer B3. Läufer E7 zu spielen und jetzt auf Läufer E3 den Zug Läufer E6, was für viele Gegner schon eine kleine oder vielleicht größere Überraschung sein könnte. Denn hier war lange Zeit die klare Hauptvariante und fast der einzig gespielte Zug, kurz Rochade.
Aber in der alten Hauptvariante zeigt sich ein großes Problem, das ich kurz zeigen will. Der normale Zug ist Dame D2. Jetzt wäre Weiß nach Läufer E6 schnell genug, lang zu rochieren und der Zug D5 ist nicht mehr möglich. Deswegen logischer ist es sofort anzugreifen mit A5. Weiß nutzt das Feld B5, das gerade geschwächt wurde, für den Läufer. Und hier nach den Zügen Läufer E6, lange Rochade und Springer A7, um den Läufer von B5 wieder loszuwerden und später A4 spielen zu können, hat Weiß eine sehr starke Idee, die erst in den letzten Jahren überhaupt bekannt wurde, nämlich diesen Springer einfach wegzunehmen. Und das ist normalerweise kein so guter Zug. Man gibt den schwarzfälligen Läufer einfach ab, vor allem in Kombination mit diesen Bauernzügen F3, E4 hinterlässt das einige Schwächungen. Aber viel wichtiger ist es hier, dass Weiß so eine Art Blockade auf den weißen Feldern hat. Und die Hauptidee ist hier nach König B1 zum Beispiel, Dame B6, den Zug A4 zu spielen. Also wirklich den ganzen Damenflügel im Grunde festzulegen. Und wie sich herausstellt, hat Schwarz praktisch kein Gegenspiel hier. Wie ich auch schon in ein paar Blitzpartien feststellen musste. Denn, okay, es gibt keine Hebel mehr, das ist das Hauptproblem. Schwarz kann niemals B5 spielen und D5 ist auch nicht mehr realistisch. Denn Weiß wird sehr schnell mit G4, G5 diesen Springer vertreiben. Und danach kann man im Grunde die Figuren umgruppieren, wie man will, als Weißer. Zum Beispiel mit einem Damenzug und dann Springer D2, C4, vielleicht sogar E3, D5 später. Einfach im Zentrum spielen. Dieses Feld D5 ist für immer schwach und die schwarze Stellung ist sehr passiv. Okay, also wo wir wissen, dass wir das vermeiden sollen, erklärt sich diese Zugfolge mit Läufer E6. Zumindest schon mal zum Teil. Denn hier bereiten wir wieder den Zug D5 vor. Und jetzt, nach dem meistgespielten Zug Dame D2, ist er auch wirklich gut. Denn es gibt einen großen Unterschied zu der Variante, die ich vorher gezeigt habe, mit dem Läufer noch auf F8 und der Dame auf D1, nämlich, dass die weiße Dame schon gezogen hat, ganz einfach. Wenn Weiß jetzt dasselbe macht, also alles tauscht, im Grunde muss man, es droht im Moment D4. Und auch hier, die schwarze Dame ist sehr aktiv, Schwarz ist bereit, lang zu rochieren, also gibt es nichts Besseres, als ins Endspiel zu gehen. Ja, und in dieser Stellung hat Schwarz einfach einen wichtigen Zug gewonnen im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Der Läufer steht auf F8 statt auf, ja, steht auf E7 statt auf F8, so. Was die Situation komplett ändert. Hier hat Schwarz überhaupt keine Probleme. Der logische Zug wäre immer noch Läufer B5 für Weiß. Mit dieser Idee auf C6 und A7 zu nehmen. Aber jetzt kann Schwarz auf sehr natürliche Weise seine Stellung verbessern. Ein Zug, der mir gut gefiel, war hier König C7, was erstmal C6 indirekt deckt durch einen sehr berühmten Trick. Hier wäre der Läufer gefangen mit König B7 gleich. Deswegen kann Weiß nichts sehr Direktes machen, versucht seine Stellung zum Beispiel durch Turm D2 und dann Turm D1 zu verbessern. Aber hier kann Schwarz schon zwischen verschiedenen interessanten Plänen wählen. Was ich interessant fand, ist hier dieser Zug H6. A6 erstmal drängt den Läufer zurück, Weiß will das Läuferpaar nicht abgeben. Und jetzt H6. Mit der Idee, zwei Leichtfigurenpaare abzutauschen auf B3 und dann durch Läufer G5. Und nach diesen Abtäuschen würde dieser Springer gegen den etwas passiven Läufer auf E2 übrig bleiben. Man kann nicht wirklich sagen, dass er ein schlechter Läufer ist, aber es fehlen ein bisschen die Angriffsziele. Zum Beispiel Turm HD1, Läufer schlägt B3, A schlägt B3 und Läufer G5. Weiß muss den Tausch hier akzeptieren. Und am Ende dieser Abwicklung denke ich, dass Schwarz sogar Gründe hat, weiterzuspielen. Also die Probleme haben wir schon lange gelöst, aber es ist sogar eine Stellung, die nicht absolut Totremie oder so ist. Der Springer sollte langfristig ein bisschen eine nützlichere Figur sein als dieser Läufer. Und ja, die Partie ist lange nicht vorbei. Es gibt Ungleichgewichte an beiden Seiten. Ich denke, in diesem Endspiel gibt es noch Potenzial. Und das ist einer der Hauptvorteile dieser Zugfolge mit Läufer E6, dass der meistgespielte und logischste Zug mit Dame D2 schon mal gar keinen Druck macht im Grunde.
Das Schwarz hier sehr angenehm ausgleicht mit D5. Ja, das ist die sehr gute Nachricht. Weiß hat aber natürlich andere Möglichkeiten, die ich hier nur noch kurz erwähnen will. Eine davon ist ein sehr merkwürdig aussehender Zug Dame E2, mit dem auch die lange Rochade vorbereitet wird, aber gleichzeitig seine Gegenüberstellung von Turm und Dame auf D8 geschaffen wird, im Gegensatz zu der Stellung mit der Dame auf D2. Was weiß ein paar extra Optionen gibt. Natürlich ist der Nachteil, dass der Läufer auf F1 eingesperrt ist. Aber weil dieser Zug sehr selten vorkommt und ja, in der Erfahrung, die ich bisher hatte mit dieser Stellung, ich hatte schon einige Partien damit, praktisch nie vorkam, werde ich den erst in der Vertiefung analysieren. Ich denke, die Variante, auf die wir hauptsächlich vorbereitet sein sollten, ist der Zug Springer D5 hier, womit Weiß D5 verhindert. Und mit dieser kritischen Stellung geht es dann im nächsten Video weiter.